Und mit diesem krassen Intro dann also, willkommen in der HD-Ära von Tekken. Wir spielen jetzt Tekken 6. Ja, recht spontan habe ich mir dann jetzt eigentlich doch mal eine PS3 zugelegt, sodass wir nun also auch endlich Tekken 6 spielen können und Tekken Tag Tournament 2 auf einer schönen Sony-Konsole. Ich habe Tekken Tag Tournament 2 ja tatsächlich für die Wii U, aber Leute, ich will es nicht auf der Wii U let's playen. Aber zunächst steht ja sowieso mal Tekken 6 an. Ich muss auch sagen, es gab ja wohl... Bevorzugte Kampfposition ist definitiv links. Ich habe das eigentlich vorhin alles schon mal eingestellt, auch die Trophäen gedownloadet. Ich habe keine Ahnung, ich war kurz mal im Menü hier. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nochmal machen muss, aber nun gut. Ja. Es gibt ja noch Tekken 5 Dark Resurrection, heißt es, glaube ich. Ja, so eine kleine Erweiterung. Da gibt es zwei weitere Storylines, glaube ich. Ist für die PS5, glaube ich, nochmal erschienen und dann halt für die PS3. Da gibt es dann auch noch ein paar andere Modi. Ich glaube, einen veränderten Tekken. Tekken Ball hieß es? Nee. Das Bowling aus jeden Fall, aus Tekken Tag Tournament. Das gab es da auf jeden Fall dann nochmal als bessere Version. Keine Ahnung, als geupdatete Version. Dafür dann den Devil Within Mode nicht. Ich blick da nicht so ganz durch, aber der nächste Main-Teil ist jetzt eben Tekken 6 hier. Es gibt einige neue Charaktere. Und es gibt natürlich auch mal wieder eine kurze Story. Wir haben jetzt viele, wenn nicht sogar alle, der neuen Charaktere jetzt auch schon im Intro gesehen. Und prinzipiell so eine Idee, was abgeht. Aber ich habe mich natürlich vorher schon mal eingelesen und konnte deswegen schon einige Sachen besser verstehen. Zum Beispiel auch Safina, einer der neuen Charaktere, stand vor so einem antiken Tor. Ich habe irgendwie in der Randnotiz gelesen, sie ist ja irgendwo in Ägypten unterwegs. Das werden wir dann alles in ihrer Kampagne, wie es jetzt offenbar heißt, dann genauer sehen. Jetzt jedenfalls erstmal eine wirklich kurze Zusammenfassung der ersten drei Teile. Ab dem vierten wird es dann ein bisschen detaillierter von der Story, denn Tekken hat eine wahnsinnig komplex, also ja, komplex. Es ist vor allem sehr verworren und sehr, ja, Katz- und Maus-mäßig. Bei Tekken 5, in meinem Tekken 5 Let's Play vor etwa anderthalb Jahren, habe ich alles versucht noch ein bisschen zu bebildern. Das werde ich jetzt nicht tun. Wer eine ausführliche, Zusammenfassung der Story haben möchte, der Main Story um Heihachi, Kazuya und Jin, der kann sich das bei Tekken 5 nochmal anschauen. Das geht dann eben bis Tekken 4 und die Events von Tekken 5 werde ich dann jetzt eben nochmal zusammenfassen. Also, beginnen wir jetzt also ganz vorne. Die Timestamps seht ihr unten im Video. Wenn euch das nicht interessiert, dann skippt das einfach. Es geht los. Also, die Tekken Story beginnt damit, dass der Boss der Mishima Zaibatsu, Heihachi Mishima, seinen fünfjährigen Sohn einfach mal in eine Schlucht wirft. Dieser überlebt das Ganze, allerdings wird dabei ein Teufelsgen freigesetzt. 25 Jahre später findet dann Tekken 1 statt, beziehungsweise das King of Iron Fist Tournament 1, bei dem Kazuya dann gewinnt und Heihachi wiederum in dieselbe Schlucht wirft. Zwei Jahre später gibt es dann Tekken 2, das Iron Fist Tournament 2, da... keine Ahnung, zeugt Kazuya einfach mal mit einer ebenfalls Teilnehmerin June ein Kind namens Jin. Jin trägt dann übrigens ebenfalls das Teufelsgen in sich. Und June trägt hingegen ein Engelswesen in sich, was sie auch an Kazuya weitergibt. Heihachi kann dann also Kazuya besiegen, weil der hat, also Kazuya hat jetzt irgendwie so ein Teufel-Engel-Ding in sich selber, so ein Konflikt und deswegen ist er etwas geschwächt. Jedenfalls denkt sich Herr Herzchen einfach mal, gut, dort mit der Schlucht hat nicht geklappt, ich werfe den Jungen jetzt mal in einen Vulkan. Einen ausbrechenden Vulkan. So, 15 Jahre und etwas danach auch noch, spielt dann Tekken 3. Da wird Jin dann von Herzchen bereits trainiert, weil er, von einem bestimmten Wesen namens Ogre angegriffen wurde. Und Herzchen wiederum startet dann das dritte Turnier, um dieses Wesen zu fangen und sein Blut zu abstrahieren, wie auch immer. Jedenfalls gewinnt Jin das Turnier, das Wesen Ogre ist besiegt und Heihachi verrät Jin dann einfach, nachdem er ihn ein paar Jahre trainiert hat und will ihn töten. Das klappt auch an sich, allerdings hat Jin, wie gesagt, das Teufelsgen in sich und der Teufel ergreift dann auch Macht oder ergreift Besitz von Jin und stößt Heihachi zurück und verschwindet erstmal im Nichts. Zwei Jahre später darum hin wieder spielt dann Tekken 4. Heihachi hat nun also Ogres Blut und versucht, die DNA von ihm und ihm selbst, also Heihachi und Ogre, zu kreuzen,
damit er unsterblich wird. Das klappt allerdings nicht, weil Heihachi selbst wiederum nicht das Teufelsgen in sich trägt, sondern nur sein Sohn und sein Enkel Kazuya und Jin. Deswegen richtet er dann das nächste Turnier aus, um die beiden zu capturen und im Endeffekt von einem der beiden mindestens mal dieses Teufelsgen bekommen zu können. Jin trainiert währenddessen im Exil und Kazuya lebt tatsächlich noch, beziehungsweise, naja, er wird wiederbelebt von der G-Corporation, die ab jetzt eine wichtige Rolle spielt. Ja, und es kommt tatsächlich dazu, dass Heihachi auch beide tatsächlich fangen kann. Allerdings ergreift der Teufel schließlich Besitz von Jin und im Endeffekt passiert das gleiche wie bei Tekken 3. Nämlich, dass Jin in der Teufelsform wieder beide schlägt, beziehungsweise in dem Fall dann jetzt beide, und davon sich aufmacht. Und dann kommt es zu den Events von Tekken 4. Nein, das waren die Events von Tekken 4, jetzt kommt es zu den Events von Tekken 5. So, da wird es jetzt dann noch etwas komplizierter, denn da kommt ein weiterer Charakter ins Spiel. Jedenfalls bleiben dann in dem Tempel, wo Kazuya und Jin gefangen wurden, kommt es dann zu einer, ja, die G-Corporation fliegt mit Helikoptern über diesem Gebäude entlang und droppt einfach mal ein paar Jack 4 Sprengsätze. Ne? Und Kazuya und Heihachi wachen dann auf und versuchen, die zu bekämpfen. Das klappt nicht so ganz. Irgendwann denkt sich Kazuya einfach so, ja, scheiß drauf, ich hau jetzt ab. Flieht alleine, lässt Heihachi zurück. Es gibt eine Riesenexplosion. Kazuya ist weg und Heihachi ist vermutlich tot. Dabei wurde jedoch eine Art Siegel gelöst. Zum einen durch die Explosion und zum anderen dadurch, dass eine weitere böse Macht im Spiel ist. Unter dem Tempel war nämlich der Vater von Heihachi wiederum, Jinpachi, versiegelt, verbannt. Und durch diese Macht, die Besitz von Jinpachi ergriffen hat, in Kombination mit den Events von der Explosion, konnte Jinpachi mit diesem bösen Geist in sich freigesetzt werden. Und mit dem letzten menschlichen bisschen, was er noch in sich trug, hat er dann das nächste Turnier ausgerichtet, das King of Iron Fist Tournament 5, um dieses Böse, ja, einzudämmen. Er wollte seinen eigenen Tod von einem Teilnehmer, der bis ins Finale kommt im Turnier, damit er selbst zu Staub zerfällt und das Böse nicht weiter ausgebreitet wird. Das gelingt auch. Jin kommt ins Finale und schlägt Jinpachi, seinen Großvater, ne? Sein Urgroßvater. Und daraufhin, Jinpachi ist übrigens zu dem Zeitpunkt Besitzer der Mishima Zaibatsu, die ja ursprünglich mal bei Heihachi im Besitz war, dann mal Kazuya, dann wieder Heihachi. Und dann eben Jinpachi. Dadurch, dass der jetzt tot ist, er übernimmt dann jetzt Jin, das Ruder dieses Unternehmens. So, und das ist genau da, wo jetzt dieses Spiel ansetzt, direkt nach dem Finale. Jin ist jetzt Chef der Mishima Zaibatsu und hat offenbar die Mittel genutzt, um die Firma zu einer Supermacht zu etablieren, irgendwie auch unabhängig von Staaten, wie es scheint, und hat jedem Land der Welt Krieg erklärt. Es gab schon diverse Bürgerkriege und alles Mögliche und die Welt brennt. Und da sind wir jetzt also. Kazuya und Heihachi spielen ebenfalls wieder eine Rolle und ein neuer, mysteriöser Gegner, den wir schon im Intro gesehen haben, mit der Szene mit diesem ägyptischen Tempel. Ja, und da steigen wir jetzt also ein. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was hier auf mich zukommt. Dieses Spiel ist komplett blind. Das zweite der Tekken-Reihe. Tekken 2 war für mich blind und jetzt ist eben Tekken 6 für mich blind. Wie gesagt, ich musste mir jetzt dafür erstmal überhaupt eine PS3 anschaffen. Das Ganze gibt es ja dank Nicht-Rückwärtskompatibilität auf PlayStation 4 und 5 nicht so ohne weiteres zu spielen. Auch nicht mit PlayStation Now, da ist es nicht drin. Danke dafür, Sony. Ja, sodass wir jetzt also hier... Zum ersten Mal spiele ich jetzt hier mit der PS3. Muss mich noch ein bisschen auch an alles gewöhnen hier. Und finde es einfach sehr geil, dass die auch so richtige schöne Trigger-Buttons hier hinten haben. R2 und L2. Ja, und ohne weiter jetzt rumzureden, geht es dann jetzt endlich mal los, würde ich sagen. Die Kampagne soll der Story-Modus sein, steht da oben. Wir sehen auch schon die ganze Zeit Lars Alexandersen. Das ist einer der neuen Charaktere, um die es dann in einer etwas ausgedehnteren Kampagne, glaube ich, geht. Aber ja, müssen wir alles erforschen. Ich würde halt wie immer eigentlich gerne von jedem Charakter einmal seine Story durchspielen, die dann hoffentlich hier immer wieder in Sequenzen und Dialogen erklärt wird, Monologen. Ja, und dann natürlich entsprechend kämpfen. Ich bin gespannt, was das Spiel so bereithält. Das Ganze könnten wir auch Koop online machen, das machen wir jetzt nicht. Wir starten Online-Zwang! I love it! Ja, ich habe mich natürlich noch nicht im PS Network, also PSN, tatsächlich angemeldet hier auf der Konsole.
Ach, wobei, es steht, sie müssen sich anmelden, damit die Ergebnisse in der Bestenliste erscheinen. Aber muss ich das auch prinzipiell? Okay, offenbar nicht. Gut, dann doch kein Online-Zwang. Es nervt dann nur immer. Das sollten jetzt die Events aus Tekken 1 gewesen sein. Ja, und es wird nochmal alles zusammengefasst, sieht man auch oben am Logo. Gut, dann war ich wohl jetzt wieder mal useless am Anfang. Schön, aber gut, nochmal so eine Zusammenfassung zu bekommen.俺は一人の女に出会う。恐れることなく近づいてきた風間純。不思議な女だった。勝ち進んだ俺の前に現れた。生きていたとはな。まさかこの俺が。 三島財閥当主の座に返り咲いたわしは、ある伝説を耳にする。古来より南米の奥地には刀身が眠るという究極の武を手中にできるというその伝説にわしは魅せられた。しかし探索は失敗に終わる。 俺は母がいてさえくれればそれでよかった。なぜだ。その頃俺は母の遺言に従い三島平八のもとに身を寄せていた。 力だけを求めていた。圧倒的な力を。俺は平八に勧められるまま大会に参加した。そして奴は現れた。母の仇を前にした時、何かが俺の中で弾けた。 力のためには血縁の司祭いとわぬ呪われた三島の地。あの時何があったのか思い出せない。 一枚の写真を入手する。そこには全身に火傷を負った男の姿が映し出されておった。
写真の男が和也だと確信した私は遺体の行方を追っていくうちに G社という新興企業に行き当たる。G社は入手した和也の遺体から遺伝子データを解析し新たな人体を生み出そうとしておった。事実を知った私は鉄拳衆を引き G社研究施設へと向かった。 生きておったのか。奴を消せ。手段が問わん。まんまと取り逃がすとは。だが和也よ、三島財閥投資の座をかけたこの大会、無視することはできまい。舞台は整った。 お前も現れると思っておったわ、ジン。和也をしのぐほどのその力、わしがもらう！ わしは諦めんぞ。いつの日か必ず。 50年前、息子である兵八からすべてを奪われた男、三島甚八、かつて最強の剣士と呼ばれた男に俺は勝った。そう、力こそすべてだ。 当主となったジンは世界に対し独立と宣戦を布告した。ジンは言う。圧倒的な力で全てを終わりにすると。三島財閥の全世界掌握は時間の問題と思われていた頃、ジン社が三島財閥の前に立ちはだかる。その頃から俺はこの戦いに疑問を抱くようになっていた。 俺たちのこの戦いは本当に正しいのだろうか。俺は志を同じくする者たちと共に鉄拳衆全兵力の半数を引き連れ、三島財閥からの反乱を決意する。そんな中、G社はジンに莫大な懸賞金をかけると発表。G社の発表に呼応するように三島財閥は大会の開催を宣言した。 そして俺たちは新たな戦いの地へと赴く。全てはあの日から始まった。 Schön, das war jetzt natürlich dann gar nicht redundant. Dank meiner Ausführungen zuvor. Und wir werden heute wahrscheinlich kaum zum Kämpfen kommen. Ist das nicht toll? Und es geht immer noch weiter. Meine Güte. Okay.
Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Der Prolog der Kampagne wurde freigeschaltet. Hey! Ja, der ging ja auch gar nicht lang, ne? Meine Güte. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gelesen habe. Und natürlich habe ich den Namen von unserem Protagonisten, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ob er jetzt gut ist, sei dahingestellt. Aber er sieht ja einigermaßen normal aus von seinem Moralkompass her. Das kann man eigentlich bei so gut wie niemandem in Tekken behaupten. Zumindest nicht in der Mainline. Alpha Leader より各班、状況を報告しよう。アルファ君、地上はすべてクリア。アルファ3、地下は B3 までクリア。残るは隊長たちの最下層のみです。了解だ。警戒しつつこちらに合流しろ。アルファ2、了解。アルファ3、了解。開けてくれ。これは大将、資料にあったボスコノビッチの娘に似ているが、博士の娘はすでに死亡していたはずです。じゃあこの娘は一体誰だ。オメガワンよりアルファリーダー、聞こえるか。アルファリーダー、どうした。現在そちらに向かう複数の機影を確認した。警戒を怠るな。だそうだ。聞こえたか。各自警戒を。Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich alles verstanden hätte. Aber es ist auf jeden Fall jetzt dieser eine Teil der Tekken Force, den wir jetzt hier die ganze Zeit sehen. Und die brechen irgendwie offenbar gerade bei der G-Corporation ein. Und die Person, die wir da gerade gesehen haben, das ist ein neuer Charakter. Und zwar ein Android. Das ist das, was ich schon weiß. Und ja, wir sind jetzt hier quasi in einer Art Nachfolger des Tekken Force-Modus unterwegs oder Devil Within. Ist wahrscheinlich eher so das Gameplay, oder? Du bewegst dich mit dem Steuerkreuz oder dem linken Stick. Während du dich zurückziehst, kannst du gegnerische Angriffe abwehren. Ja, also wir landen jetzt hier direkt im Story-Modus. Ja, ich sehe es ja auch so, Kampagne-Story-Modus. Aber es sind immer diese Begrifflichkeiten, weil Story-Modus ist bei Tekken auch oft schon einfach nur gewesen,
wir kämpfen einfach, keine Ahnung, 10 Kämpfe und erfahren vorher und nachher so ein bisschen was vom Charakter, den wir spielen. Ja, also eigentlich klassisches Arcade-Game mit ein bisschen Story vorn und hinten. Das jetzt hingegen ist wirklich ein Story-Modus in Tekken. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, aber das ist jetzt also kein klassisches Tekken-Gameplay, sondern das ist jetzt halt wirklich schon, ja, der etwas abenteuerlichere Modus. Ich bin gespannt. In Verbindung mit den Tasten Quadrat, Dreieck, X, Kreis kannst du verschiedene Angriffe durchführen. Dies bezieht sich auf die Standard-Controller-Einstellungen. Jetzt weiß ich natürlich auch noch gar nicht, was ich so alles für Moves drauf habe, aber ist vielleicht auch mal ganz interessant. Setze deine Angriffe ein, um Gegner zu eliminieren. Let's go! Alles klar. Ich bin sehr gespannt, wie das so funktionieren wird. Und Rumble ist an. Ich hasse Rumble. Kann ich Rumble ausstellen, bitte? Nein! Oh mein Gott. Ich würde gern... Geht das? Wahrscheinlich geht's nicht, ne? Ja, ich glaube nicht. Ich habe allerdings hier jetzt... Ich habe mir die PlayStation jetzt auf eBay gekauft. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Start? Nein? Kreis? Nein? Ach so, Ende. Es ist ein eigenes Menü. Ah, okay. Ich habe jetzt hier einen DualShock-Controller und eins Six Aces hieß das, glaube ich. Das war das erste Gamepad für die PlayStation 3. Und da ist das Rumble Pack noch nicht mit drin. Das heißt, vielleicht sollte ich besser mit dem spielen. Oder es in den Einstellungen der PS3 ausstellen. Mal gucken. So, unsere ist... Sehen wir uns... Haben wir überhaupt eine Energieleiste? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Spontan sehe ich jetzt hier keine. Und mir gefällt sein Moveset spontan auch nicht so krass. Also es ist sehr langsam. Würde ich jetzt nicht mainen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht so ein Kara, den ich übelst fühle. Ich meine, ich spiele jetzt gerade 2 Sekunden mit ihm, aber ja. Ist jetzt erstmal gar nicht so mein Typ. Kette plus 1. Ach, um Kombos schere ich mich nicht, außer ich muss das irgendwann. Was ich nicht hoffe. Okay. Also mein Ziel ist im Endeffekt einfach irgendwie Krieg zu beenden. Schön. Der Part wird natürlich länger, weil wir hatten einfach viel zu viel Story. Ich peile mal so 45 Minuten an. Mal gucken. Ihr werdet es ja sehen, was im Endeffekt bei einer Zeit drumherum rauskommt. Und ich weiß auch nicht, wann man hier gut beenden kann. Nantoka. Ja, alles klar. Drücke für einen niedrigen Angriff, X am Boden und ja, für einen mittleren Kreis. Das weiß ich. Ich kenne Tekken. Okay.
なたは誰？俺は。ここは一体。君は誰だ？記憶をなくしているのですね。私はアリサ。アリサ・ボスコノビッチ。バイカ！Alles klar, wir haben jetzt Alisa bei uns oder in der japanischen Aussprache Alisa offenbar. Ja. Und er weiß leider selber nicht mehr, wer er ist. Schade. どうだ？回収完了しましたが、隊長だけがまだ。そうか。それは隊長の。ああ。オメガワンよりロメオリーダー。正規軍が急行中。直ちに撤収せよ。ロメオリーダー、了解。撤収するぞ。ですが副長、隊長が。忘れるな、この場合撤収が優先だ。行くぞ。はっ。Ein bisschen beängstigend, dass der Typ ein bisschen nach Attila Hildmann aussah. Ja, boah, es ist ein sehr schleppender Start jetzt mit sehr, sehr viel Story. Also, oh mein Gott, wir haben jetzt eine kurze Tutorial-Sequenz, wo wir wirklich spielen konnten, gehabt. Und ansonsten ist das hier einfach gerade ein Film. Oh, und jetzt mecker ich und jetzt können wir tatsächlich uns auch bewegen. Wir sollten weiter, bevor weitere Gegner erscheinen. Wenn keine Gegner in der Nähe sind, können wir uns frei bewegen. Wenn Gegner auftauchen, ebenfalls. Hä? Okay, ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden, was sie mir sagen wollte.
Ja, interessant ist auch ihr Nachname, nämlich Boskonovic, wie auch immer. Wir kennen den Doktor und von dem ist irgendwie so gefühlt gar nichts bekannt. Ich weiß noch nicht, ob sie ihn mit Vater meinte. Aber ja, es ist ein Gegner aufgetaucht. Oh mein Gott. Das sieht ja schon fast nach Rollenspiel aus. Heilige Scheiße. Ja, und jetzt haben wir auch eine Health Bar natürlich. Also es gerade war nur Tutorial. Logisch. Ich werde mich auch bemühen, mit Steuerkreuz zu spielen, weil das ist halt so in Tekken. Ich hoffe, dass... Also jetzt geht's zumindest noch alles. Dies ist der Zielmarker, okay? Wen können wir... okay, mit R1 können wir das ändern. Alles klar. Ja, das... Oh, shit. Das hat mir Tekken Force immer sehr gefehlt. Das muss ich wirklich sagen. Im Tekken... Oder auch Devil Within. Also in allen solchen Modi, in allen bisherigen Teilen, hat mir sowas immer sehr gefehlt. Weil das halt immer random erfasst wurde und mich dann teilweise Gegner von hinten angegriffen haben. Besonders bei Tekken 4 im Tekken Force Modus war das sehr ernüchternd. Wo ist denn jetzt der andere hier? Der ist doch noch einer gewesen. Ist der jetzt... Hat Alisa den Platt gemacht? Ich weiß es nicht. Ich werde mich an die japanische Aussprache halten. Das habe ich schließlich auch bei Asuka gemacht. Und deswegen, ja. Ah, und hier sind die Chicken, die wir kennen. Sehr schön. Also, nicht alles ist neu. Mich nervt es aber jetzt schon ein bisschen, dass Alisa das alles, ansagt. Entweder können wir das hoffentlich ausschalten oder das wird einfach weniger mit der Zeit. Nehmen die denn, wie nennt man das? Deckungsschaden halt. Ich weiß nicht, wie das im Englischen heißt. So ein offizieller Begriff. Weil bisher deckt er ja irgendwie nur. Aber ja, er scheint Schaden zu nehmen. Auch darüber, oder? Oh, keine Ahnung. Schätze! Stage cleared. Schön. Kriege ich die anderen Chats auch noch? Dankeschön. Oh. Zeit gibt es auch noch. Besiegt die Gegner. Schön, wir bekommen Trophäen. Nett. Übrige Gesundheit 95%. Und wir haben Kampfgeld. Schön. Oh. Okay, Gegenstand erlangt S1-2 Modell. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Typ Arme, Name Hightech Kampfhandschuhe. Rang G. Okay, das war wahrscheinlich ziemlich kacke, ne? Verstehe ich auch. Und wir haben noch irgendwelche Stiefel und Hose bekommen und Motorradjacke und japanisches Schwert und oh mein Gott. Kann ich mich damit überall noch ausrüsten jetzt hier? Heilige Scheiße. Also es ist doch schon deutlich, deutlich... Ah, Lars heißt unser Typ, alles klar. Er leidet unter temporärer Amnesie, verfügt über herausragende Kampffähigkeiten, unzureichende Daten über die Beziehung zur Mishima Zaibatsu. Ja, wie gesagt, er scheint da die Hälfte der von Mishima Zaibatsu aufgestellten Leibgarde Tekken Force, die scheint er irgendwie gegen die Zaibatsu stellen zu wollen, um eben, muss ich selber weiterdrücken oder ist das eine Ladezeit? Ich dachte, ehrlich gesagt, das ist eine Ladezeit, aber ich muss wohl selber weiterdrücken. Er scheint da jetzt irgendwie sich gegen die zu stellen, weil die Zaibatsu mit Jin an der Spitze will ja irgendwie die Welt unterwerfen. Und ich weiß jetzt allerdings nicht ganz, warum er jetzt bei der G-Corporation eingebrochen war. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber ja, nicht offenbar nicht wegen Alisa, oder? Oder doch? Ich finde es interessant, dass wir jetzt auf jeden Fall was auswählen können. Also ist das doch der normale Einstieg, damit man hier... Also das finde ich sehr interessant. Ich komme ehrlich gesagt noch nicht so ganz auf das Ganze, auf den ganzen Einstieg klar. Aber wir haben ja 45 Minuten erreicht und ich glaube, das könnte vielleicht ein guter Zeitpunkt sein, um einfach diesen ersten Part zu beenden. Auch wenn gefühlt nichts passiert ist. Ja, aber im nächsten Part passiert dann hoffentlich was. Ich werde dann einfach versuchen, der Reihe nach vorzugehen und würde dann also einfach mal mit Armor King weitermachen. Jetzt interessiert mich aber gerade, war hier der... Wenn, dann war er wahrscheinlich unten irgendwo. War jetzt unser... Typi auch am Start in diesem Grid? Nein. Der Lars, der ist nicht hierbei. Das ist interessant. Wir werden dann einfach mal mit Armor King spielen und einfach mal gucken, was passiert. Ich habe nämlich gar keine Ahnung und wir sehen uns dann also beim nächsten Mal wieder. Wir können dann wahrscheinlich einen auswählen, mit dem wir dann da halt diesen normalen Modus jetzt machen, den wir gerade drin sind. Und das ist jetzt dann nicht wieder so ein... Wir sind jetzt nicht in einem Iron Fist Tournament. Oder? King of Iron Fist Tournament. So ganz verstanden habe ich es alles noch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.